Das Freiburg-Moskau-Modell. Kulturtransfer und Nachwuchsförderung. Ein gemeinsam gebautes, beeindruckendes Haus für den Dialog. Für die Qualifikation einer neuen Generation von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Zugleich die Pflanzstätte einer neuen Denkschule. Damit treten wir an. Das Fundament legen die Slawistin Elisabeth Choré in Freiburg und der Germanist Dirk Kemper an der RGGU in Moskau. 2005 entsteht der Thomas-Mann-Lehrstuhl. 3 Jahre später folgt das Institut für russisch-deutsche Literatur- und Kulturbeziehungen. Innovative Strömungen der deutschen Wissenschaft haben nun eine Dependance an der RGGU. Ein Durchlauferhitzer für den wissenschaftlichen Nachwuchs entsteht. Bachelor, Master, Promotion und Habilitation. Alles ganz nah an der Forschung mit an die 50 gemeinsamen Konferenzen. Im Wissenschaftsjahr sind wir mit dem Thema Literatur und auswärtige Kulturpolitik vertreten. Vom Auswärtigen Amt geben uns Dr. Görgen, vom russischen Außenministerium Professor Schwitkoi die Ehre. Und schließlich die Krönung. Die DFG bewilligt 2014 ein internationales Graduiertenkolleg. Ein Großprojekt der Spitzenforschung und zugleich Königsweg der Doktorandenausbildung. Zwischenbilanz in Zahlen. 87 doppelte Diplome, 101 Dozenten im Austausch, 40 Promovierende, 27 Bücher, 15 Absolventinnen im Hochschuldienst. Doch nicht genug. Unser Haus ist kein Elfenbeinturm. Wir erforschen Kulturtransfer zwischen Deutschland und Russland nicht nur, wir betreiben ihn auch aktiv. Das Zwetajewa-Zentrum für russische Kultur in Freiburg trägt die Ergebnisse der Wissenschaft in die breite Öffentlichkeit. Das würdigen auch der russische Botschafter Wladimir Grinin und der deutsche Spitzenpolitiker Gernot Erler bei der Eröffnung. Und jüngst bekam Freiburg sogar eine eigene russische Geschichte. Wir sind sehr stolz auf das einzige DFG-geförderte Graduiertenkolleg mit Russland. Für den DAAD handelt es sich um die größte germanistische Fördermaßnahme weltweit. Kulturtransferforschung und Nachwuchsförderung. Eine großartige Investition in die deutsch-russische Zukunft.